Erzähl mir mehr über die Dunwich-Straße. All the things there are to know in this world, and you ask me about work. Deerwood is a rebel country. Conflict is in its blood. If you think a few guards posted in our cities keep chaos at bay, you are very new to town indeed. Eine Idee, die es in dieser Welt zu wissen gibt, und du fragst mich nach der Arbeit. Sie schüttelt verärgert den Kopf. Der Dürrwald ist ein rebellisches Land. Der Konflikt liegt ihm im Blut. Wenn du glaubst, ein paar Wachen in unseren Städten könnten das Chaos im Zaum halten, bist du wahrlich neu in der Gegend. We are Deerwood's cipher investigators, of course. But what we really are is its last barrier against anarchy. People are more at ease when they believe they are watched over by someone more enlightened than they are. It pacifies them. So that is the image we foster. Wir sind die Medien des Dürrwalds, die Ermittler, natürlich, aber was wir wirklich sind, ist die letzte Verteidigungslinie gegen die Anarchie. Die Leute fühlen sich sicherer, wenn sie glauben, es würde jemand über sie wachen, der erleuchteter ist als sie selbst. Es macht sie friedfertiger, daher pflegen und fördern wir dieses Bild von uns. And we do try to be enlightened for their sake. The knowledge we gather here is Deerwood's standing army in many ways. We learn what's vital and we act on it while Deerwood sleeps, blissfully unaware of the terrifying truths all around them. I wish I could tell people the things I know sometimes, but the truth is I don't think many of them could bear it. Wir versuchen erleuchtet zu sein, um ihretwillen. Das Wissen, das wir hier sammeln, ist das stehende Heer des Dürrwalds in vielerlei Hinsicht. Wir erfahren die wesentlichen Dinge und handeln entsprechend, während die Dürrwälder schlafen. In seliger Unkenntnis der furchterregenden Wahrheit um sie herum. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte den Leuten sagen, was ich weiß, aber nicht viele werden in der Lage, es zu ertragen. Wie bist du hierher gekommen? Me? I started this place. In a different time. Under a different duke. I impressed the duke with my research and my work ethic, and he became possessed of the notion that I would be ideal to lead a secret network of gifted investigators. I don't know how such an idea got into his head. Ich habe diesen Ort gegründet in einer anderen Zeit unter einem anderen Duke. Ich habe den Duke mit meinen Forschungen und meiner Arbeitsmoral beeindruckt. Er bekam die fixe Idee, ich wäre die ideale Wahl, um ein geheimes Netzwerk von begabten Ermittlern zu leiten. Ich weiß wirklich nicht, wie ihm diese Idee gekommen sein könnte. Sie zwinkert. Kannst du hersehen? If you are hoping I can look at your hand and tell you whom you should marry, you can just wipe that notion from your mind. I do not know what will happen tomorrow. That is what I pay spies for. Being a cipher is not unlike being a watcher. You notice more about what is already there. Wenn du hoffst, dass ich aus deiner Hand lesen kann, wen du heiraten sollst, dann vergiss es gleich wieder. Ich weiß nicht, was morgen geschehen wird, dafür bezahle ich Spione. Medium zu sein ist ähnlich wie Wächter zu sein. Man bemerkt mehr über die Dinge, die bereits existieren. Many can hold an object and know where it's been, or peer into the thoughts of people around them. They can also sometimes affect those thoughts, but that would be unethical, of course. A tiny, talented few pick up so much about the world around them, they can get images of things to come, but these are fleeting and unreliable. Viele können einen Gegenstand in der Hand halten und wissen, wo er war, oder blicken in die Gedanken der Leute um sie herum. Manchmal können sie diese Gedanken auch beeinflussen, aber das wäre natürlich unethisch. Sie zieht eine ihrer aufgemalten Augenbrauen hoch. Einige wenige sind so talentiert und nehmen so viel von der Welt um sich herum auf, dass sie in Bilder von Dingen erscheinen. Die Bilder sind jedoch vergänglich und unzuverlässig. Du hast gesagt, du weißt nicht, was morgen geschehen wird. Who said I was talented? I don't. Least not that I can trust. And with me, it's only ever about one thing anyway. Wer hat gesagt, dass ich talentiert sei? Ich nicht. Zumindest nicht verlässlich. Und mir geht es ohnehin immer nur um eines. Nämlich... A quiet day at home. Sie blickt hinter sich auf einen kleinen Tisch und ein seltsames Lächeln erobert ihr Gesicht. Einen ruhigen Tag zu Hause. Gibt es einen Fürstweb? There was. Es gab ihn. Was ist mit ihm passiert? He believed in dying with dignity. He was old-fashioned that way, my husband.
We saw the world very differently, he and I. But he was good to me while he lasted. Er glaubte daran, in Würde zu sterben. In diesem Punkt war er altmodisch, mein Gemahl. Wir haben die Welt mit unterschiedlichen Augen gesehen, er und ich. Aber er war gut zu mir, solange er lebte. Sprechen wir über was anderes. Sie blickt dich erwartungsvoll an. Leb wohl. Bemühe dich bitte am Leben zu bleiben, auch wenn sie es gesagt hat, bemühe dich nicht zu sterben. So. Ein Siedler von Haus Hadrid. Ja. Lady Webb hat mich gebeten, sie jederzeit auf dem Laufenden zu halten, wenn ich mehr über die Aktivitäten des blinden Schlüssels im Dürrwald erfahre. Was ich beim Verfolgen der Spuren in den Katakomben der Kirche von Voedica herausfinden kann, würde für sie nützlich sein. Nachdem ich im Sanatorium vom Vater auf Taos gestoßen bin, ließ ich Lady Webb wissen, dass er anscheinend versuchte, den Ruf der Beseeler zu ruinieren. I'm here. So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns um die Sache mit dem Edelsteindiebstahl kümmern, würde ich sagen. Dazu werden wir jetzt mal nach Haus Dominell gehen, erstmal, und uns das angucken, bevor wir da mit dem Drahtzieher reden. Also ja, mit Haus Dominell werde ich es mir jetzt ordentlich verscherzen, weil ich eigentlich keine Lust habe, für die zu arbeiten. Erfahrungspunkte hin oder her. Ja. This elder of yours. He may have returned a drunk or an invalid. Maybe. But the search for Persok is just as important as what I find. Is that right? And what if you return empty-handed, huh? I never return empty-handed. Oh. Du willst uns Agadi reden mal. Dein Ältester da, er könnte als Säufer oder Krüppel zurückgekehrt sein. Vielleicht, aber die Suche nach Persok ist genauso wichtig wie das, was ich finde. Ach ja, was ist, wenn du mit leeren Händen zurückkehrst? Mit leeren Händen kehre ich niemals zurück. So, Haus Dominell. Türsteher. Gods keep you. Der stämmige Wächter beugt dich auf, ich erkenne dich nicht. Was hast du mit dem Haus Dominell zu schaffen? Ich will mehr über das Haus erfahren. Die Dominell sind eine alte und angesehene Familie. Trutzburg verdankt seinen Wohlstand seinem Bruder an die Geschäfte der Dominells. Hast du hier noch weitere Geschäfte zu erledigen? Ich habe hier einen Brief gefunden, der vielleicht für Interesse von jemandem hier ist. Haha, hier entlang. Also wenn ich hochgehe, kriege ich gleich mächtig Ärger. Nee, bis jetzt nicht, wie mir scheint. Ja, hier ist der Obermufti von Dominell. Noch einen Schritt näher und du siehst die Farbe deiner eigenen Eingeweide. Mhm. Ja, und da ist Brikanta Dominell. Die war, glaube ich, die erste Auftraggeberin, für die ich was machen müsste. Luxurious furnishings, hostile stairs, reminds me of the lower college. Luxuriöse Möbelung, feindselige Blicke, erinnert mich an die Sagenakademie. Mhm. Ja. Dominell Diener, Dominell Wächter, zwei Stück hier, noch ein Wächter hier. Viel zu viele Dominell-Wächter. Nee, ich
glaube, ich will hier keinen Kampf provozieren. Auch wenn ich neugierig wäre, was passiert, wenn wir ihn töten und was mit seiner Pistole ist. An die kann ich mich nämlich noch erinnern. Ein junger Mann lehnt an einer teuren, winkwirkenden Vitrine aus Gallglas. Er hält einen juwelbesetzten Kelch in der einen und eine aufwendig verzierte Pistole in der anderen Hand. Er grinst, die Lippen rot vom Wein. Our doormen seem to think it important that you meet with me. Speak. Er lässt die Pistole um seinen Finger kreisen. Unser Förder schien es für wichtig zu halten, dass du mich sprichst. Also sprich, ich habe diesen Brief gefunden. Ich habe eine Nachricht gefunden, die dich interessieren könnte. Als Albert den Brief liest, schwindet sein neugieriges Lächeln aus seinem Gesicht. Er zerknüllt das Papier. Seine zusammengepressten Lippen sind so kalt und dunkel wie die Amethysten auf seinem Kelch. You better explain yourself. And quickly. Du hast hoffentlich eine gute Erklärung, und zwar rasch. Ich wurde in einem Haus in Kupferweg angegriffen. Nachdem ich meine Angreifer besiegt hatte, fand ich diesen Brief. Bein ergießt sich über die spiegelglatten Fliesen, als Albakan seinen Kelch fortschleudert. Er schlägt den geschnitzten Griff seiner Pistole in die antike Vitrine neben sich. Die Männer, die dir am nächsten stehen, blicken von Albakan wieder zu dir, die Hände bereits an den Waffen. Wahrlich ein Verbrechen. Einen guten Roten darf man nicht vergeuden. Er da flüstert zu dir. Vielleicht solltest du ihm ein Kompliment machen, um die Wogen zu glätten. You've killed my men and cost me. But I'll give you one chance to make up the loss. Aber Kahn reibt sich die Hände über das Gesicht. Du hast meine Männer getötet und mich viel gekostet, aber ich gebe dir eine Gelegenheit, den Verlust wettzumachen. Du wirst vielleicht gewisse Bedenken überwinden, aber du wirst den Auftrag zu Ende bringen, den ich meinen Männern erteilt habe. Nein, ich bin kein Dieb. Dann habe ich keine Verwendung für dich. Hebt seine Pistole, tötet sie. Hi. Quest abgeschlossen, hoch hinaus. Aber Kahn war nicht sehr erfreut, als ich versuchte zu gehen, nachdem ich ihm den Brief gebracht hatte. Zumindest habe ich den Plan vereitelt, fürs Raymond zu bestehlen. So wollen wir das nicht abschließen. Auch wenn das insgesamt 3.366 Erfahrungspunkte bringt. Laden wir den Quick Save. Gehen hier raus und geben den Brief dem anderen. Da kriegen wir nämlich wenigstens noch Geld. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir dafür kriegen. Und ja, was machen wir dann als nächstes? Eigentlich doch mal nach Ondras Geschenk gehen. Das ist nämlich das Letzte, was wir noch nicht haben. Was sagt eigentlich so mein Bau? Noch einen Tag und 3 Stunden, da ist die Leuchthöhle fertig. Bei ein paar Sachen führen mich ja jetzt noch Ondras Geschenk, ein paar Quests. Wobei ich erst nach Kupferweg gehen könnte zurück. So, wo finde ich jetzt den Herrn Raymond? Die Etiketten, die alle perfekt nach außen hin ausgerichtet sind, zeugen von etlichen guten Jahrgängen. Trotzdem sind sämtliche Flaschen staubbedeckt. Lynette Raymond. Vater ließ mir nie etwas vor. Er ist immer in seinen eigenen Büchern beschäftigt. Okay. Bücherregal. Fürst Raymond. Genau, zu dir wollen wir. I'm here. Fürst Raymond hält ein Schiffsverladeverzeichnis in seinen gepflegten Händen. Trotz seiner teuren Kleidung hat er einen blassen Teint und die rastlose Ausstrahlung eines Arbeitssüchtigen. Wenn du Geschäfte zu besprechen hast, vor allem bei einem Termin mit meinem Assistenten. Ich habe keine Zeit für unerwartete Besucher. Erzähl mir etwas über dich. Er schlägt mit den Papieren seine Hände in die Luft. Ich bin der Fürst dieses Hauses und neige dich nicht zu der Praudereien. Wenn du keine Geschäfte zu machen hast, dann geh. Er blickt nicht von seinen Papieren auf. Hail and well met. Er seufzt und hantiert mit einem Stapel Papiere. Du schon wieder. Brief übergeben. Ich habe einen Plan aufgedeckt, dich auszurauben.
Er senkt die Papiere und blickt dich zum ersten Mal an. Tatsächlich, lass mich sehen. Er überfliegt das Papier mit der Geschwindigkeit eines erfahrenen Kaufmanns. Als er seine Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet, ist sein Ton knapp und nüchtern. Du hast diesem Haus und dieser Stadt einen großen Dienst erwiesen. Diese Belohnung dürfte für deine Mühen sicherlich angemessen sein. Warum ist dieser Edelstein so wichtig? Das Herz der Weißmark ist ein nahezu makelloser Diamant. Außerdem ist es das Erbvermögen der Zwerge der Weißmark. Es wurde in der Frühzeit der Kolonisierung von einem edirischen Fürst gestohlen und die Zwerge haben es nicht vergessen. Nun wollen die Ritter und die Dutzende es beide kaufen, um es den Zwergen als Zeichen des Friedens zu überreichen. Er zuckt mit den Achseln. Wer es letztendlich auch kauft, die Zwerge werden nützliche Verbündete für Trutzbuch darstellen, besonders in den heutigen Zeiten.